Herzlich Willkommen bei Yablog, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es wieder um den Bulldog-Druide. Tatsächlich äh, habe ich kein stärkeren Druiden-Bild bauen können. Ich wollte euch ja eigentlich ähm, den Bullslide zeigen. Und ich habe wirklich viele Builds ausprobiert. Alles Mögliche eigentlich. Es gibt immer ein paar gute, so ein äh, NADO-Druide und so weiter, Na nado schredd und so. Sind alle gut, aber tatsächlich habe ich äh, nichts gefunden und ich möchte euch nichts für den Druide präsentieren, was schlechter ist äh, als ohnehin schon der Stärkste. Ja? So. Es handelt sich hier aber lediglich um ein Update. Ja? Wir erfinden hier nicht das Rad neu. Ich habe hier lediglich aus einem soliden Holzrad äh, ein, ein äh, Leichtmetallrad gemacht. Mehr ist es im Prinzip nicht. Und das zeige ich euch, weil die Mechanik bleibt dieselbe. Aber wenn ihr jetzt mal unten auf die Skills schaut, seht ihr, dass auf jeden Fall keine Ultimative mehr dabei ist. Und das hat auch Gründe. Und deswegen gehen wir jetzt rein und dann zeige ich euch jetzt den ultimativen, der ultimativsten Builds für den Druide, der Bulldog 2.0. So, es gibt wirklich wichtige Neuerungen. Zumindest. Also nicht was die Mechanik angeht, aber auf jeden Fall die Geschwindigkeit der Mechanik. Vorneweg nochmal, Leute, die jetzt hier neu sind und äh, sich dem Bild hier jetzt das erste Mal äh, zu Gemüte führen, auf jeden Fall schaut euch mein erstes Video an, wenn ihr es noch nicht kennt, weil da erläutere äh, ich dem Bild auf jeden Fall bis ins Detail. Äh, das Video geht fast eine Stunde. Das hier äh, wird deutlich... Kürzer gehen, weil ich hier nicht so ins Detail gehe, sondern einfach nur ähm, quasi den Update erkläre und euch näher bringe. So, und da gucken wir uns jetzt erstmal die erste signifikante Änderung an. Wie gesagt, da geht es um die Mechanik. Und zwar zeige ich euch mal ganz kurz in den Fertigkeiten. Ähm, so, wir hatten, wie ihr wisst, hatten wir die ultimative, ähm, hatten wir drin entweder den Kataklysmus oder Versteinern. Haben wir komplett rausgenommen, brauchen wir nicht mehr. Der Vorteil oder auch der Nachteil, das kommt immer darauf an, wie man sieht. Ich habe jetzt hier mehr Wert auf die Verteidigung legen müssen. Leute, die den, ähm, äh, ich sag mal, ab T90 und höher äh, spielten, die haben bestimmt so gemerkt, dass man da auch gerne mal sterben kann und so weiter. Deswegen war es für mich hier wichtig, gut, wie gehe ich auf mehr Verteidigung ein und wie vor allen Dingen ähm, wie kriege ich es ähm, auch hin, dass das alles noch fließender ist und auch schneller geht? Und dann stieße ich einfach hier darauf gut hier. Wir nehmen einfach das Ultimative weg und dann gucken wir mal, was uns da äh, für Alternativen dann bleiben. Und zwar bin ich dann in die Zyklon-Rüstung rein. Und das hat jetzt vor allen Dingen auf die Mechanik jetzt aufpassen folgenden Hintergrund. Ihr wisst ja, der Charakter. Hier für die zentrale Fertigkeit -Zone sind äh, Wolfsfertigkeiten, jetzt Sturmfertigkeiten und Werbeerde. Das bedeutet ja auch, dass hier Blutgeheul äh, dann als Sturmfertigkeit ja auch das Bollwerk zurücksetzen kann. Und hier oben hatten wir ja, ähm, dass die nicht-ultimativen Abklingzeit des gegensätzlichen Typs um 8 Sekunden verringert werden. Da wir jetzt in derselben Kategorie. Nämlich die Defensive, jetzt auch noch Zyklon mit drin haben, haben wir quasi ein Spell mehr, der das alles auslösen kann. Das heißt, Zyklon kann nicht nur Bollwerk zusätzlich nochmal extra auslösen, nein, es reduziert auch gleichzeitig noch mit die Abklingzeit, weil das hier ja äh, auch als Erdskill gilt. Und deswegen ist hier Zyklon quasi auch noch äh, ein Zuspieler in der Mechanik, ja. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich alle vier Skills, die wir hier haben, ähm, die können quasi helfen, dass wir immer wieder Bollwerk zünden, in der Mechanik und auch die Abklingzeiten immer schneller äh, so nach unten gehen. Das heißt, wir haben äh, das Bollwerk viel, viel öfter aktiv, es explodiert viel, viel häufiger, wir machen also. Ähm, auf einen bestimmten äh, Zeitraum auch deutlich mehr Schaden, weil natürlich Bollwerk viel, viel öfter prockt und damit ähm, ja äh, es dann auch viel, viel öfter explodiert. Halt auch, weil hier durch Zyklon hat auch die Möglichkeit so besteht, ähm, das spontan auszulösen. Ja, das heißt, das zerstört dann wieder das aktive Bollwerk und Zyklon äh, erschafft quasi das Bollwerk neu. In der Verteidigung haben wir hier natürlich äh, auch noch, dass der nicht-physische Schaden um zehn Prozent verringert wird. Wir könnten jetzt noch die Klüfe reinnehmen, ähm, haben wir dann auch die zehn Prozent auf dem physischen Schaden. Das habe ich jetzt in dem Fall aber nicht gemacht. Äh, da hatte ich so einen Tipp von einem User, dass man das vielleicht auch mal ausprobieren könnte. Aber der Hauptgrund, wieso wir Zyklon eigentlich nehmen, äh, ist wie gesagt um die Mechanik einfach schneller zu machen, um häufiger Bollwerk auszulösen. Ich habe es natürlich auch ausprobiert. Ähm, ich sag mal so vorher, es gab einige T100, die waren für mich schwierig. Ja, das kam da auch schon mal vor. Ich starb viermal und konnte den dann nicht mehr abschließen. Ja, das kam vor. Ist euch vielleicht auch schon passiert. Jetzt habe ich das eigentlich gar nicht mehr. Ich habe jetzt hier äh, Eins, zwei Tage diesen Bild hier wirklich ausprobiert, habe rumprobiert. Das hier, wirklich, Leute, das ist der perfekte Bild für den Druide. Ich würde mal sagen, die Überlebenschance hier ist zehnmal höher als beim vorigen. Und die war ja vorher schon gut. Jetzt ist sie noch deutlich stärker. Also um den Schaden geht sie jetzt gar nicht so krass. Es geht hier wirklich mehr um die Verteidigung. Und da ist der Bild hier auf jeden Fall äh, zehnmal so gut wie der davor. Jetzt gehen wir aber auf die zweite Änderung ein. Und äh, ja, das ist dann am Ende ein Zusammenspiel, das glaubt ihr nicht. Ist eigentlich total krass. Und zwar, wo auch irgendwie ähm, viele andere YouTuber gar nicht drauf gekommen sind, äh, verstehe ich eigentlich gar nicht. Schauen wir uns jetzt an. Und zwar geht es um das Bollwerk selbst. Ihr glaubt nicht, meine Barriere. Also, ich habe jetzt zeige ich euch mal 13,5k Leben. Mein Bollwerk ist im Prinzip jetzt genauso groß. Also, die Barriere, die ich habe, ist jetzt auch über 13k und dadurch verzichte ich auf der Brust auf die Barriereerzeugung und nehme äh, und nehme stattdessen irdenes Bollwerk rein. Wieso ist ganz einfach. Auch da das muss gar nicht mal um den Schaden gehen. Aber ihr seht hier, nehme ich hier ein Skill raus, erhalte ich nur noch die Barriere, die Schaden in Höhe von 77% eures Basislebens absorbiert. Sind hier in dem Fall 6K. Mach ich ein Skill drauf, sind 6481%. Jetzt habe ich noch eine Änderung an meinen Schuhen. Ähm, vorgenommen und zwar eingeprägt habe ich jetzt wenn ihr gestählt seid, erhaltet ihr zwei Ränge für eure Erdfertigkeiten. Ihr wisst ja, Bollwerk ist auch Erde und Naturmagie. Sobald wir angreifen sind wir gestählt und dann haben wir hier tatsächlich elf Skills auf ähm, auf Bollwerk und auf jeden Fall haben wir mindestens dann 90 ja, äh, Absorption auf dem Basisleben und da komme ich dann aktuell, das zeige ich euch äh, euch auch gleich, ich komme auf knapp 12k, so hier jetzt. Und ähm, wenn dann die Stehlung noch reindrückt und ich hier ähm, auf 11 Rangs äh, hochgehe, dann habe ich über 13k Leben. An Barriere, Leute, das ist nur die Barriere. Ja? Das heißt, im Prinzip habe ich das Leben mal 2. Ja, das zieht mir dann ja nicht das Leben ab. Das heißt, die Barriere durch das Bollwerk ist viel länger aktiv, wenn wir Schaden bekommen. Also, das spürt man auf jeden Fall. Der Unterschied ist signifikant, Leute. Und als wäre das nicht alles schon übelst geil, habe ich auf jeden Fall auch das letzte Paragon-Board noch geändert. Äh, mir fehlen hier immer noch 20 Punkte. Ich muss immer noch äh, ein paar Statuen zusammensuchen und noch ein paar Quests machen und noch ein paar Spots äh, abwarmen. Aber das hier ist auf jeden Fall das neue Board. Mit den Knoten ähm, einengend ranken. Auf jeden Fall. Dass wir dann hier oben gehen. Direkt hier hoch. Und ich gehe dann am Ende noch hier hoch. Hol mir nochmal mehr Max Live mit. Auf jeden Fall. Nur zur Info. Und hier brauchen wir Int. Wir machen da nicht Werwolf rein. Ich habe jetzt hier den, mehr, äh, den Werwolf viel Plus reingemacht, weil ich da jetzt. Nochmal 13% Schaden reinbekomme und zwar nehmen wir hier die Klüfe. Lasst mich ganz kurz gucken, wo sie ist. Genau, nehmen wir noch die Beschützerklüfe. Das heißt, wenn die Barriere aktiv ist, erhalten wir nochmal 10% Schadensreduktion. Und nicht nur das, wir machen hier die Infall. Das ist auch gar kein Problem. Das zeige ich euch. Wie gesagt, der Link ist dann wieder unten in der Beschreibung mit, den, ähm, mit dem Update Bulldog 2.0. Und dann gehen wir hier rein und hier bekommen wir auch nochmal Schaden da dazu. Nicht nur, dass wir hier durch die Klüfe nochmal Schadensreduktion bei den aktiven Bollwerk haben und das Bollwerk ist ja eigentlich wirklich permanent aktiv. Also es ist wirklich ganz, ganz selten, dass es mal nicht aktiv ist. Ja? Und dann gehen wir hier rein. Äh, 10% Fertigkeiten des Typs Naturmagie und... Wie ihr wisst, das Bollwerk ist nicht nur Erde, nein, es ist auch Naturmagie. Das bedeutet, die 10% Schaden nehmen wir da natürlich auch noch mit. Ähm, hier für den Beschützer brauchen wir Intelligenz, die holen wir uns hier, hier und äh, hier, hier oben auch noch mit. Und hier das, das nehmen wir dann auch noch mal mit. Schaden für Fertigkeiten des Typs Naturmagie natürlich. Das holen wir hier alles mit, so viel es geht, wie die 20 Paragon-Punkte dann am Ende noch hergeben. Wie gesagt. Alles im Link und hier oben dann natürlich auch nochmal das komplette Max Live. So, ich wollte das euch auf jeden Fall nochmal zeigen äh, in Bezug auf die Skalierung mit den maximalen Leben und der Barriere. Wieso das nicht der Fall ist. Ihr seht hier äh, durch den Geistersegen, ja, den ihr von mir erkennt, die Eisenfeder 14% mehr maximales Leben habe ich ja hier in dem Bild mit drinne. Haben wir 13,5k. Wenn ich jetzt das Bollwerk aktiviere, so standardmäßig mit 9 Skills im Bollwerk habe ich 12.200 Barriere. Ohne der Stehlung durch die 9 Skills. Das bedeutet, wenn das jetzt der Fall wäre, dann wäre durch mein Max Live das ja jetzt auf 12.200. Bedeutet, wenn ich hier den Geistersegen jetzt einfach rausnehme. Und nur noch 12.000 Leben habe, müsste das deutlich als mehr, weil ich hier das, das sind jetzt ähm, von der Barriere, die ich gerade habe, weniger als 200. Das bedeutet, die Barriere müsste jetzt deutlich unter diesen 12.000 liegen, aber das ist sie nicht. Ihr seht, sie wird gekappt durch mein maximales Life. Ist also immer noch bei 2200. Was bedeutet, wenn ich das hier aktiviere. Und dann hier auf die 12.200 kommen. Es skaliert nicht mit dem maximalen Leben. Es kann sein, dass es skaliert, wenn die Fähigkeit das hergibt. Dann kann das sein, wenn da steht, äh, die Barriere ähm, erhöht sich durch das maximale Leben. Das mag sein. Aber bei irdenes Bollwerk, das kann sein, dass davon die Rede war. Dass hier das Basisleben geändert wird in maximales Leben. Das würde dann Sinn machen. Aber ihr seht hier. Mein Basisleben erhöht sich um 6.400 und das wird. Äh, und das ergibt sich in der Multiplikation oder im Hochzählen mit der Barriereerzeugung. Ja, mit der Barriereerzeugung um die 90% und dann kommen wir hier auf diese 12.000. Das ist der Punkt. Das hat aber nichts mit dem maximalen Leben zu tun, sondern wie der Skill, das hier hergibt. Das Basisleben, ja, nicht das maximale Leben. Und das steht hier, wie viel das sind, 6400. Deswegen kann das gar nicht skalieren mit dem maximalen Leben, ja. Das schließt dieser Skill hier ja quasi aus, ja, dass es das maximale Leben ist. Ja, das wäre wär geil und ich würde es auch befürworten, wenn die das ändern. Ist hier aber auf jeden Fall nicht der Fall. Und jetzt zeige ich das auch nochmal hier. So haben wir... Äh, 12.200. Wenn wir jetzt, da wir jetzt eine aktive Stehlung haben, nochmal ein Bollwerk reinhauen, seht ihr, haben wir 13.500 wieder gekappt durch mein maximales Leben. So, und weitere Änderungen finden wir hier beim Geistersegen, Da wir jetzt die Ruhe vor dem Sturm nicht mehr brauchen, da wir keine ultimativen äh, Fertigkeiten mehr haben. Zum Glück können wir drauf verzichten. Ich muss auch ehrlich sagen. Äh, gerade hier bei dem Bild overrated, ja. jetzt werden wir zum massurist Glückstreffer kritische Treffer mit Gestaltwandelfertigkeiten, also mit unseren Zerfetzen, was wir auch spammen quasi äh, haben wir eine Chance von bis zu 75% euch um 3% eures maximalen Lebens zu heilen äh, Zerfetzen hat ja selbst eine Glückstreffer Chance, auch wenn wir nicht auf Glückstreffer gehen, werden wir das oft genug procken ja, ich glaube, wir kommen ja am Ende äh, ungefähr auf eine Chance. Lasst mich mal rechnen. 75% hier abzüglich. 15% Glückstreffer-Chance, dass wir die 3% eures maximalen Lebenszielen brocken, also auslösen. Das ist auf jeden Fall absolut gut. Und des Weiteren auf jeden Fall, das habe ich leider noch nicht. Ich ähm, finde auch keins. Und zwar, weil ich habe hier ja wirklich das Best im Slot. Und zwar brauchen wir jetzt ein Amulett quasi mit genau diesen Stats, die ihr hier seht. Wie gesagt, ist bis. Aber mit einem brutalen Herz, also mit einem blauen Sockel und da sockeln wir das Löwenherz rein. Lasst mich mal kurz überlegen. Das gibt eine Barriereerzeugung von 15% und teilt euch irgendwie um die 20 Leben pro Sekunde. Das... Ersetzen wir damit. Ich habe hier jetzt etwas anderes reingemacht, jetzt erstmal äh, vorübergehend, bis ich das blaue Ding finde. Und zwar hier gegnerische Ressourcenentzugseffekte sind um äh, 80 bis 90 Prozent weniger effektiv und wir äh, erzeugen auch äh, 3 bis 8 Prozent mehr Ressourcen. Und was ich noch geändert habe, ist das dritte an den Items selbst. Wie gesagt, hier die Schuhe mit Erdfertigkeiten. Hier ähm, natürlich dann, da wir ja nicht mehr heranziehen, ähm, dann das Herz. Und äh, hier habe ich äh, das irdene Bollwerk ist um 6 Sekunden erhöht. Das kann manchmal wirklich hilfreich sein. Auch... Wenn wir halt gerade ein aktives Bollwerk haben und zu der nächsten Gegnergruppe laufen, dann können wir das dann da oft äh, so noch zünden und damit dann auch noch Schaden verursachen. Das kann hilfreich sein und zusätzlich wird die Barriere eures aktiven irdenen Bollwerks um 199 bis 398 wiederhergestellt, wenn ihr Gegner mit einer Erdfertigkeit tötet, also in dem Fall mit Bollwerk selbst. Ich habe ja natürlich in den niedrigsten Roll drauf. Ja, das ist ein bisschen cringe, aber leider äh, habe ich jetzt auch noch nichts Stärkeres. Ich suche es die ganze Zeit mal irgendetwas Höheres zu bekommen, ähm, um da die höhere Barriere herzustellen. Aber sei es drum, Hauptsache ich hab's. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall jetzt hier auch noch mal neu. Und damit äh, wären das eigentlich hier alle Änderungen. Wie gesagt. Das Wichtigste ist im Prinzip hier aber die 4 Ranks auf Bollwerk und äh, die Zyklon-Rüstung, um die Mechanik zu verstärken. Und jetzt gucken wir uns auf jeden Fall äh, nochmal Niedergang des Rauchreifs an, ja, auf T100, wie das abgeht. Schaden immer noch extrem krass, aber wir halten halt auch richtig gut aus jetzt. So, liebe Leute, ihr habt gesehen, also das ist hier wirklich gar kein Problem. Hier rennen wir ganz easy durch jetzt ja, im Vergleich also manchmal davor. Das war natürlich auch krank so. Aber wir hatten mit dem Leben und dem Überleben auf jeden Fall mehr Probleme als jetzt. Jetzt rennen wir das hier ganz easy durch, wie gesagt, so ab T70 oder 80 oder wenn ihr merkt mit dem alten Bild und ihr spielt den noch oder... Ihr habt vor, den zu spielen, dann fangt es am besten gar nicht erst an. Ich meine, so in den Levelstufen, ja, da holst der eh alles weg. Wenn es dann schwieriger wird, so ab T80, 90, so, dann merkt ihr das, ja, dass ihr zwar immer noch extrem viel Schaden macht, aber nicht so viel aushaltet. Deswegen nutzt auf jeden Fall diesen Bild hier. Der ist für mich ähm, quasi, um es einfach zu sagen, perfektioniert. Hier gibt es nichts dran zu rütteln. Ja, das ist hier der Bulldog 2.0. Ja. Ähm, und auf jeden Fall wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Jetzt widme ich mich äh, den Magier, Leute. Aber bleibt da auf jeden Fall auch dabei. Und es wird, wird auch wieder die Upload 2 Content kommen. Ich hoffe, dass jetzt bald äh, ein neuer Patch kommt. Ich glaube, es geht jetzt schon in die PDR, in die PTR. Und ähm, ja, dann hofft man, dass dann da auch bald irgendetwas Neues kommt und die neue Letter beginnt, weil da habe ich auch wieder richtig Bock drauf. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr wisst, wer es ist. Ja, Block. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.